Cellist. Dat is dat hij te leren gespeeld. En het moet zijn. Voor de Forschung. Wanneer je nämlich wissen wil, wo je hier kunt, vind je nog veel aan zijn mond raus. Hij is zo mijn ADN dran. Mijn genetische Identiteit. Dat is ja dat, was du wolst, gell, Joseph? Merci. Hätten alle wie dir los spout gehen? Ja, an ich will nur mal genau dieselbe Sprache. An meinem Experiment von heute weisen ich nämlich, wie ihn den Olivier und mich nehmen lang durch das Mundschleimhautzellenproof kann unterscheiden. Ah, und das müsst du mit dem hellblauen Ball? Nee, das heißt also Modell von einer Zelle. Und an alle Zelle ist ein Zellkern dran. Und an dem Zellkern da sind Chromosomen dran. Und ein Chromosom, das ist abgewickelten DNA. Und so ein Stück DNA, das nennt die Gen. Und wenn du ganz nur drin rauszoomt, dann sieht das aus wie das heute. Ah, okay, als Gene bestehen also aus DNA-Wandeltrappen. Aber was machen die? DNA ist etwas wie ein riesiger Computercode, den an all Zellen dran ist. Er besteht aus 4 verschiedenen Basen. Und die Basen die sind hier durch die 4 verschiedenen Farben repräsentiert. Die Reihenfolge von diesen DNA-Basen ist für alle Menschen verschieden. Und das DNA-Information die ist an all Zellen von unserem Körper. Ein Teil von dieser DNA ist zum Beispiel verantwortlich für ein Haarfarbe. Okay, da das so zu verstehen. Aber den Teil vom Code müsste aber da bei dir beim Olivier ziemlich ähnlich sein, ne? Nein, den DNA von all Personen ist verschieden. Außer die von mir und von meinem Zwillingsbruder. Joseph, du hast doch gar keinen Zwillingsbruder. Okay, du hast recht. Mit meinem DNA ist die bei allen Menschen eine Mischung von der DNA von meinen Eltern. Wie das den Olivier und ich nicht Brüder sind, müssten wir also eine ganz verschiedene DNA haben. Ja, außer du weißt nichts von deinem Glück. Boah, an einer Analyse fangen wir das heute raus. Komm, Matt. Voilà, hier ist dem Olivier an meinem Prof. Am Laboratoire gehen Zellen vom Wattestäbchen aufgelöst. So, allo muss DNA herausgeholt gehen. Und das möchte den mit enger Zucht Seif, weil rundherum den Zellkern ein Fettgewebe ist, was sich mit Seif ablöst. Das wird am Labo an dieser Säule gemerkt, möchte Mr. Science als einem Typ. An der Spout könnte ein bisschen Seif, und das Ganze geht dann noch mit Alkohol überschicht. Und schon geht dem Joseph sein DNA sichtbar. Voilà, hier oben am Typ ist also mein ADN dran. Für die richtige Analyse holen wir aber die proper Proben vom Pol. So, und wie analysieren wir das? Um für die Analyse zu machen, muss man ganz gezielt Teile von der DNA kopieren. Das machen wir an der Häutermaschine. Ah, okay. Obwohl die DNA von allen Menschen verschieden ist, gehen es verschiedene Muster an den DNA-Basen, die wie das Lego-Stecker sind, die sich mehr oft an den einen wiederholen. So könnte zum Beispiel sehen, dass am Olivier seiner DNA das Rot-Weiß-Blau-Muster 8-mal an den E4 könnt und an meiner DNA nehmen 3-mal. An andere Wörter, wenn die Wiederholung von bestimmten Muster verschieden ist, wir sehen, dass es sich nicht um die nämliche Person handelt. Genau, wir verdächt kopiert den PCR just das Muster. Und dann können wir die Längden von unseren 2 Kopien mit denen vergleichen. So, Joseph. An deiner Maschine, du siehst aber kein Lego-Stecker dran, und das siehst du aber nicht mit dem bloßen A, oder? Ja, und dafür muss man nur an ein anderes Labor gehen. Da steht nämlich ein Elektrophoräse, und der kann Stecker der Größe nur sortieren. Komm, Matt. Es kopiert DNA-Stecker, sie sind bloß gefärbt und gehen auf das Gelplack abgedrungen. Und dann von einem elektrischen Feld auf die andere Seite von der Plack gezogen. Klein-DNA-Stecker sind mir leicht und wandern dafür mehr sehr. Und so kriegt ein großer Klein-Stecker getrennt. Ja, Tatsache, Bild mit dem DNA-Stecker ist ganz anders beim Olivier wie bei dir, Joseph. Lokin Polly sind Unterschied zwischen deren Zellprobe feststellen. Die können doch kein Bruder sehen, weil er DNA-Bild ist einfach zu viel verschieden. Ja, aber das hatte ich mir ja eigentlich bald geduscht. So, mein Paul, so, was kann ich dann heute nacherkennen? Du brauchst da keine Sorgen zu machen, mit der du dran liest, mal nur nicht über deine Gesundheit rausfindest.
Mit ähnlichen Analysen könnte man aber durchaus Sachen über genetische Krankheit herausfinden. Ich zum Beispiel frisch in Parkinson. Was macht ihr denn für Analysen? Was fand ihr da raus? Wir meinen sich in Zellkulturen. Und die Zellen die haben ähnlich genetische Probleme wie Parkinson-Patienten. Wir meinen sich ganz genau, was an den Zellen nicht mehr funktioniert, weil das mit den genetischen Problemen zusammenhängt. So, Melou, na, etwas ganz anderes. Mein Hoher tut ja auch etwas mit den Genen zu dienen. Kannst du dann da zum Beispiel irgendetwas machen, für das mein Hoher zum Beispiel blau gehen oder so? Schon eine Idee. Fährt mir im Moment. Okay. Da sind ich aber gespannt. Ich habe das dann drei gemacht. Wir haben morgen mehr Dauer hast du Rendezvous beim Koffer. So noch ein Schrei blau. Komm mal, das von Schrift nach Weisen. Sorry. Nee, wir sind wirklich kein Bruder.